Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tipps. Heute geht es um das Thema Stemmeisen und das ist gerade für euch interessant, wenn ihr unterwegs seid und öfters an anderen Baustellen Werkzeug, speziell in diesem Fall Stemmeisen, mitholt. Wenn du einen Tipp für mich hast, kannst du mir den gerne an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse schreiben. Ich würde sehr, sehr gern von dir lesen und vielleicht kannst du mit deinem Tipp dann hier dieser ganzen Community ein bisschen weiterhelfen. Worum genau geht es heute? Wir werden uns heute eine Kleinigkeit hier für meine Stemmeisen bauen. Das ist speziell interessant, wie gesagt, wenn ihr Werkzeugkisten habt. Ich zeige euch mal meine. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, okay, ich habe eine extra Werkzeugkiste für meine Stemmeisen. Dann braucht ihr das hier nicht unbedingt. Aber wenn ihr noch so eine Art von Werkzeugkiste habt, okay, hier ist jetzt nur Schamas drin, dann ist das hier auf jeden Fall praktisch, denn wie macht man so ein Stemmeisen da rein? Irgendwie so, ne? Genau, dass wir uns hier die Schneiden nicht verhunzen, werden wir uns jetzt eine Kleinigkeit bauen. So, jetzt seht ihr auch schon dieses ominöse Stückchen Holz. Das sind einfach hier diese zwei Teile. Die werde ich jetzt miteinander verleimen. Dazu benutze ich ganz normalen Holzleim. Trag den hier auf. Alter, meine ganze Leimflasche sind voll im Arsch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr als Leimflasche benutzt. Hier so eine alte Flasche, wo Leim drin war und ihr füllt sie einfach immer wieder auf. Oder habt ihr euch da was richtig fancy-mäßiges gekauft? Das ist doch wunderschön. Wunderschön, sag ich dir, ne? Hier diese Zwingen, die kann ich übrigens jedem empfehlen. Gerade für solchen kleinen Schnickschnack sind die richtig praktisch. Ja. Und das lasse ich jetzt ganz kurz trocknen. Ich frage euch deshalb wegen der Leimflasche. Ich habe eigentlich nur eine spezielle Leimflasche. Ihr seht mich ja echt immer noch gar nicht. Und das ist hier dieses Teil, das ist der Leimboy. Manche schreiben, okay, wenn er nicht so oft Holzleim benutzt, dann ist das vielleicht nicht so gut, weil das Ding dann einfach vertrocknet. Aber ich benutze jeden Tag Holzleim. Und da lohnt es sich halt schon. Das ist halt praktisch, ihr könnt es direkt verstreichen. Na stimmt, dann habe ich noch hier diese Glue-Bots. Aber ich war mit dir nie so happy, weil es in meiner Werkstatt, ich glaube in der Zeit, relativ kalt wurde und dann müsst ihr hier mit gefühlt 5 Händen draufdrücken, dass da ein bisschen was rauskommt. Also bin ich jetzt wieder back to the roots gegangen und habe mir hier wieder eine Ketchupflasche geholt aus dem Großmarkt, wo ich vor kurzem war. Ich würde euch übrigens empfehlen, immer solche, das sind glaube ich 5 Kilo Gebinde zu holen, denn die sind dann halt natürlich schneller leer, weil nicht so viel drin ist, aber lieber mal öfters neueren Leim kaufen, als wie ich einen 12,5 Kilo Eimer und irgendwie über 3 Jahre benutzen. Weil der Holzleim ist halt auch irgendwann kaputt, speziell wenn er wie ich so eine kalte Werkstatt hat. Das ist nicht unbedingt das Beste, wenn der da immer dann bei minus 5 Grad oder so in der Werkstatt steht. Aber zum Glück ist es ja im Moment nicht so kalt. Das hier soll auch schon reichen. Jetzt hole ich mir hier 2 von diesen Neodym-Magneten, die sind relativ klein. Und ich glaube, man muss ja sogar aufpassen, wie rum man sie dran macht. Ich schau mal gerade. Okay, man muss nicht... Ich bin so blöd manchmal. Dann werden wir jetzt 2 Löcher vorbohren und werden die einkleben. Wo sind die Magnete? Als nächstes werde ich jetzt einfach einen Tropfen Sekundenkleber reinmachen. Und werde den Magnet dann reindrücken. Wenn ihr jetzt euer Werkzeug holt, könnt ihr das einfach hier reinschieben und ihr habt einen Schutz für eure Schneide hier vorne. Ich denke, ich bin mal gespannt, wie gut das halten wird, wirklich in der Werkzeugkiste. Das ist natürlich jetzt nicht extrem, extrem stabil, aber das sollte auch eigentlich schon reichen, wenn man das einfach in die Werkzeugkiste reinlegt. Speziell, wenn man es dann flach reinlegt oder senkrecht auf den Boden, dann fällt das normalerweise nicht ab. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir dieser Trick hier gefällt und ob du dir nachbauen wirst. Wenn du einen Trick hast, schreib mal gerne in die Kommentare oder als Mail. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. So bleiben eure Stemmeisen jetzt endlich mal scharf, wenn ihr sie in die Werkzeugkiste reinschmeißt. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.